Q&A-Nachbereitung des Films Inferno, den wir gerade gesehen haben. Der Film Inferno ist möglicherweise noch näher als Suspiria an den Film von Mario Bava aus den 60er Jahren. Mario Bava hat in den 60er Jahren eine spezielle italienische Form des Gothic Horror Cinema quasi entwickelt, in dem er bereits mit diesen extremen Farbeffekten und so weiter arbeitet. Und das Interessante ist, dass in Inferno nicht nur diese Einflüsse da sind, sondern auch Mario Bava selbst beteiligt wird. Er ist nicht so einverstanden damit. No, perché Mario Bava aveva tutti i suoi film in un certo punto di morire. Weil Mario Bava hat eine ganz bestimmte Art von Humor in seinen Filmen. Poi non era così crudo come invece in Inferno. War auch nicht so klar strukturiert, so kompakt. Però lui ha partecipato al film. Aber er hat auch mitgearbeitet bei Inferno. Ha fatto tutti gli effetti speciali. Gli speciali effetti in letto, no? Sì. E anche abbiamo collaborato, è stato un bellissimo lavoro. Questo è un sehr, sehr gute Zusammenarbeit con Mario Bava. Sì. Credo che sia stato l'ultimo lavoro che ha fatto in Cina. Questa war wahrscheinlich die letzte Arbeit von Mario Bava, die das Kino gemacht hat, oder der Gente zusammen. Lui aveva il figlio era il mio aiuto. Und der Sohn von Mario Bava und Lamberto war Regieassistent. Das ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung für ihn gewesen. Ich wollte auch nicht andeuten, dass diese Einflüsse, das wäre jetzt meine Frage, wäre gewesen, wie das Verhältnis zwischen Mario Bava. Mario Bava era amico di mio padre. Mario Bava war Freund mit seinem Vater. Sì, l'ho conosciuto quando ero piccolo. Da accanto ai Mario Gente di Schmeiser, un kind war. In seguito ho conosciuto i suoi film. Seine Filme kennengelernt, mit ihm aufgewachsen. Sì, quando poi ha cominciato la mia passione per il cinema horror, i Goku. Und es ist auch für seine ersten Arbeiten, die er gemacht hat, auch schon enorm wichtig gewesen, in diesem Film aufgewachsen zu sein, Mario Bava wahrscheinlich kennengelernt zu haben für den Stil seiner Horrorfilme. Poi lui ha lavorato, ha sempre fatto due film con la mia ex moglie. Mario Bava hat ja auch zwei Filme mit seiner Ex-Frau gedreht. Sì, ha fatto Shock e La Venere di Dio. Shock und La Venere di Dio. La Venere di Dio. Da un racconto francese. Nach einer französischen Geschichte. Quindi io ho seguito anche mentre lui girava altre cose. Und er hat seine Arbeit immer beobachtet, den Film gedreht hat. Wie hat er das gemacht? Ja. In Inferno gibt es einen Soundtrack, der sehr nah an den Soundtrack von Suspiria ist, aber dennoch von einem völlig anderen Komponisten, nämlich Keith Emerson. War das eine Überlegung, die darauf basierte, dass der Film eine internationale Produktion war, also das amerikanische Publikum dabei involviert war? Nein, ihm ging es nur darum, einen sehr, sehr wichtigen Musiker zu wählen, nicht unbedingt, dass er jetzt Amerikaner ist. Er hat ihn in England das erste Mal getroffen. A Londra. London. E lui aveva un teatro, proprietario di un teatro vero. Er hatte dort ein Theater, das er leitete in London, in Emerson. Sì, era tipo abbastanza bizzarro. Eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, das bizarre. Sì,
esempio arrivava con la moto dentro il teatro. Come di motorare il teatro. E lasciava la moto lì, tutti la mostra di fumo. Und hat dann das Motorrad, das Rauch gestunken hat, einfach im Theater stehen lassen. Großer Auftritt jedes Mal, wenn er kam. Per fare la musica poi si è ispirato a, come si chiama, scusa, a Orff, Carmina Burana. Und Keith Emerson hat sich sehr für den Piano und der Musik von Karl Orff, vor allem von der Carmina Burana, inspirieren lassen und sich sehr daran orientiert. Und er hat ihm auch vorgeschlagen, Carmina Burana für die Musik als Beispiel zu nehmen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Einfach hin. Ja. Einfach hin, wenn das in der Hauptzeit. Vielleicht kann ich noch was zur Rolle der Architektur im Film sagen, weil die Architektur des Hauses sind. Ist ja nicht allzu logisch, sage ich mal. Es ist ja doch auch eine sehr traumhafte Logik, die da zum Greifen kommt. Vielleicht kann er da noch mal zu der Architektur im Film was sagen. Quella era una casa che c'è a New York. Es war ein Haus in New York. Sì, però è abbandonata. Verlassen, noi l'abbiamo un po' restaurata, l'abbiamo girata. Si è un po' restaurata e dort gedreht. E poi in certe parti l'abbiamo ricostruita, però anche in Italia, in certe parti della casa. In bestimmte Teile, in spezielle Teile des Hauses, haben sie in Italia nachgebaut. Dort gedreht. Poi ci avevamo una ripresa della casa. Wir hatten die Aufnahme im Haus. Della casa originale e poi sì, poi abbiamo fatto, Mario Bava ha fatto un grande cristallo. Mario Bava ha un grosso cristallo. Ma grandissimo, proprio grandissimo. Sì. E allora c'era la proiezione della casa sul cristallo e poi siamo voluto fare il fuoco, abbiamo voluto fare tante cose. Und genau, und das Haus hat sich das Kristall reflektiert, dann konnte man die Flammen einbauen und damit arbeiten. Weitere Fragen? Zu Inferno oder auch zu Mother of Tears? Also ich habe vielleicht eine, mir ist aufgefallen, also es ist glaube ich nicht nur mir aufgefallen, es ist vielen aufgefallen. Möglicherweise ist das ja ein intertextueller Verweis zwischen beiden Filmen, zwischen der Mother of Tears und der beiden ersten drei. Der Taxifahrer in Saskia, der dort das Mädchen zu der Ballettschule fährt, ist der gleiche, der in Inferno auch praktiziert. Hat das eine Bedeutung, eine tiefere Bedeutung oder ist das nicht der textuelle Verweis? Ihm gefiel die Idee, den gleichen Taxifahrer nochmal zu verwenden, aber hat ihm keine zu große Bedeutung zugemessen. Ein Element von vielen. Ist es auch richtig, dass dann mit dem Rücken kurz am Anfang dieses Videos zu sehen ist? Nein, gar nicht. Nein, wir haben mehr.